So, ein neuer Patient, ein neues Opfer für unser Gladden Mosconi Labor, meine Außenstelle hier in Celle. Ein Ford Focus ST. Das Fahrzeug ist ein MK4. Das Fahrzeug sorgt für so ein bisschen Verwirrung bei der HiFi-Nachrüstung, teilweise sogar in der Händlerschaft, weil der hat so ein paar Besonderheiten, wo man schon ein bisschen aufpassen muss bei der Nachrüstung. Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet mit einem SYNC 3 Navigationsradio und B- und O-Soundsystem. Und bei dem B- und O-System kommen wir gleich drauf. Da wird es schon ein kleines bisschen tricky, denn je nach Ausstattung, ein paar Fachbegriffe, eCall, das heißt, das Auto hat ein SOS-Notrufsystem und kann selbstständig eine Sprachverbindung aufbauen. ANC, Active Noise Cancelling, dann da werden wir gleich nachgucken. Da sind Mikrofone verbaut im Innenraum, die Fahrgeräusche kompensieren. Das Ganze schlägt ins Gegenteil um, in dem Moment, wo man irgendwo Richtung Bass oder Subwoofer etwas nachrüstet. Das wird vom Active Noise Cancelling als Fremdgeräusch erkannt und entsprechend unterdrückt, wieder in der Quelle. Da gucken wir nach. Drittes Schlagwort, gerade bei Ford, aktuelles Thema ASD, Active Sound Design. Active Sound Design heißt, der Motorsound wird über die Innenraumlautsprecher verstärkt wiedergegeben, wird generiert und über die Innenraumlautsprecher wiedergegeben. Das ist ein ST-Line, kein echter ST. Man erkennt es unten hier an den Auspuffen, da fehlen zwei Rohre. Und gerade bei solchen ST-Line oder bei Hyundai N-Line ist immer ganz verdächtig, dass diese Motorsoundgeneratoren verbaut sind, weil die von Haus aus nicht die Power haben wie ein echter ST, aber natürlich so ein bisschen so tun sollen. Gut, guckt mal nach, ob das zum Fallstrick wird. Ansonsten, ja, ich habe es gesagt. SYNC-Radio, SYNC 3.4. Einzige Audioquelle, die man anspeisen kann, ist AM, FM, also Radio oder einen USB-Anschluss haben wir. Verstärker im Kofferraum, gucken wir gleich nach. Ja, dann lass uns starten. Im Kofferraum ein paar Dinge, die die Welt nicht braucht. Das sind so und so Reste des Selbstversuches des Kunden. Wird diese Operation hier diese Woche mit Sicherheit nicht überleben. Was interessant ist, unter der Abdeckung, rechte Fahrzeugseite einfach rauszunehmen, der B- und O-Verstärker. So, und da wird die Kiste ganz interessant. Denn Most-Lichtleiter war früher, mittlerweile setzen viele Fahrzeughersteller auf A2B. A2B ist ein digitaler Audiobus, Zweidrahttechnik. Es gehen nur ähnlich wie Klingeldraht, verdrillte Leitungen zwischen den Geräten. Und über dieses A2B, über diese zwei Drähte, bekommt man bis zu 64 Audiokanäle in 32 hin, 32 zurück in beide Richtungen. Und was ganz interessant ist, die Steuerung der Geräte. Also es gibt auch Steuerleitungen, I2C, die mit über diese beiden Drähte gehen. Und da wird die ganze Geschichte interessant. Das ist hier der blaue Stecker. Und sobald man diesen blauen Stecker irgendwo sieht, beziehungsweise der kann ja bei verschiedenen Herstellern auch unterschiedliche Farbe haben. Sobald man weiß, dieses Fahrzeug hat A2B, in dem Moment ganz, 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 ganz vorsichtig. Zum einen muss man bei der Nachrüstung wirklich wissen, was man tut. eCall, SOS sind heute vorgeschrieben in den Fahrzeugen. Ein aktuelles Fahrzeug, was mit eCall ausgerüstet ist, da kann es gut sein, dass eCall und SOS-Funktionen mit über A2B-Bus gehen und in dem Moment, wo ich diesen Bus außer Betrieb nehme, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Es gibt für Ford zum Beispiel gibt es diverse A2B-Adapter in USA zu kaufen. Die kann man auch bestellen über eBay. Inwieweit die europäischen Rechtsvorschriften
für SOS und E-Call erfüllen, ob die das unterstützen, ob da es da zu Fehlfunktionen kommt, kann ich nicht sagen. Deswegen ist also erstes Ziel hier zu versuchen, einen ordentlichen Audioabgriff unter Beibehaltung des B&O-Verstärkers hinzubekommen. Gucken, ob mir das gelingt. Das zweite, auch ganz wichtig, A2B ist normalerweise, der Hersteller ist, der Entwickler ist Analog Devices, ein großer Chip-Hersteller. A2B ist eigentlich idiotensicher. Das Zeug ist so protected gegen elektrostatische Einflüsse, gegen Zerstörungen elektrostatischer Art von Analog Devices aus. Problematisch wird die ganze Geschichte dadurch, dass die Fahrzeughersteller an jedem Cent sparen bei so einem Fahrzeug. Und diese ganze ESD-Protection-Geschichte, die Schutzdioden und was da alles drin ist vorgesehen von Analog Devices, ist teilweise von den Fahrzeugherstellern weggespart. Und das kann dazu führen, dass die hochempfindlichen Chips ungeschützt im Bus sind. Solange das Ganze zusammengesteckt ist, ist das überhaupt kein Problem. In dem Moment, wo ich das auseinanderziehe und wieder zusammenstecke, jeder kennt die elektrostatische Entladung, die zum Beispiel durch Wollkleidung, Kunststoffteile entstehen kann. In dem Moment können diese empfindlichen Chips schon zerstört werden. Das heißt, ich kann diesen Verstärker eventuell, es muss nicht passieren, eventuell schon zerstören durch bloßes Trennen und Zusammenstecken der Leitung des Steckers, wenn ich selber nicht ESD, elektrostatisch damaged, protected bin. Das heißt, Masseanschlussbändchen an die Karosserie, Batterie entladen und so weiter. Da gibt es ein paar Schutzregeln, die muss man einfach beachten, wenn man an solchen Systemen arbeitet. Sonst geht man ein hohes Risiko ein. Stromseitig, ausgangsseitig, alles kein Problem. Da ist nichts Besonderes zu beachten, aber die ESD-Geschichte bei A2B wichtig. So, vorhin angesprochen, ANC, Active Noise Cancelling. Da wird der Geräuschpegel, die Geräusche im Innenraum gemessen und alles, was nicht dazugehört, wegkompensiert. Fahrgeräusche, Motorgeräusche und so weiter. Das erkennt man daran, dass im Dachhimmel auf beiden Seiten, wenn es denn vorhanden ist, Mikrofone im Dachhimmel eingelassen sind. Meist im Bereich der B-Säule oben, ist hier in dem Fall nicht. Und dann ist meist noch hinten im Bereich der hinteren Dachleuchte noch ein Mikrofon, ist hier in dem Fall auch nicht. Gut, macht uns die Sache ein bisschen einfacher. Denn ansonsten müssten wir tatsächlich ans Radio und diese Mikrofone abklemmen. Denn das behindert den ordentlichen HiFi-Ausbau. So, dem Verstärker habe ich mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Ich habe hier also neben dem Datenstecker, dem A2B, habe ich einen, schlag mich tot, geschätzt 24-Pin Ford-eigenen Stecker. Und daneben ist noch mal ein Stecker im Verstärker. Also der hier ist definitiv mal nur B-Plus, Masse, eine Steuerleitung müsste ich raten, gucke ich noch nach und einmal Remote. Das interessiert uns erstmal weniger, außer dass wir den Remote eventuell brauchen können. Der mittlere Stecker ist interessant. Hier sind die ganzen Lautsprecheranschlüsse dran. Und für mich natürlich auch wieder interessant, mal gucken, was wir finden. Einmal CAN-Bus-Anschluss. Gut, ein Geheimnis habe ich gelüftet. Dieses Fahrzeug hat definitiv SOS E-Call. Das hat mir einen Blick in die Datenbank verraten. Der Verstärker ist ein 6-Kanal-Verstärker. Ich habe 1, 2, 3, 4 Adernpaare, Front und Rear. So, da sind sie. 4 Adernpaare Front und Rear.
Also jeweils links und rechts sind die vier Lautsprecher. Das Ganze ist passiv getrennt vorne, jeweils zwei Wege Passivsysteme. Das ist schon mal relativ einfach in den Griff zu bekommen. Da messe ich gleich noch den Frequenzgang, was hier rauskommt. Und ich habe vier Adern, zwei Adernpaare zu einem Doppelschwingspulen-Subwoofer, der original in der Reserveradmulde verbaut ist. Woran habe ich herausbekommen, dass das Fahrzeug E-Call hat, ohne das Fahrzeug zu kennen? Das sagt mir AllData. Dieser Teil, Subwoofer, Hecksystem, Passiv, ist immer identisch, mit oder ohne E-Call. So, und dann gibt es die Version mit E-Call. Da ist der B- und O-Audio-Verstärker und dann geht es erst mit dem Frontsystem, mit den vier Adern für Front zu einer Telematikbox. Und von dieser Telematikbox, die halt das E-Call macht, geht es auf die Lautsprecher. Und genau diese Kabelfarben vom B- und O-Verstärker zum Telematiksystem, was im Armaturenbrett sitzt, genau diese Kabelfarben finde ich im Stecker. Dann gibt es noch die Version ohne E-Call. Und da wird die Geschichte ganz skurril. Bei der Version ohne E-Call sitzen die Tieftöner in den vorderen Türen mit auf diesem Stecker mit anderen Kabelfarben, die ich hier nicht finde, deswegen kann das hier nicht sein. Und die Version ohne E-Call, da sind die Hochtöner und der Center Speaker direkt am Radio angeschlossen. In dem Fall hier nur der Center Speaker. Gut, ich mache mir hier ein paar Molex Microfit Adapterstecker zwischen, dass wir bequem messen können. Und dann geht das auch schon los. Ran an die Technik. So, einfach mal ein paar Vorbereitungen getroffen. Hier so Frontabgriff der Microfit, damit kann ich ganz einfach meinen Atomo DSP anstecken zu messen. Was mich natürlich auch interessiert, welche Daten finden wir bei dem Fahrzeug auf dem CAN-Bus, also mal einen CAN-Abgriff mit dran gemacht. Dann ein bisschen den Fusch vom Kunden beseitigt. Und da ist jetzt auch ein Molex Minifit. Da kann er wechseln zwischen dem Original-Subwoofer-Stecker Ford und seinem High-Low-Adapter für den Subwoofer-Verstärker. Ob wir den am Ende noch brauchen, weiß ich nicht. Einfach mal sauber gemacht, dass man der Technik vertrauen kann. Und wenn es hier ans Messen geht, dass ich dann nicht auf irgendwelche Verpoler oder Wackelkontakte oder ähnliches reinfalle. Deswegen einmal das Ganze auf Stand der Dinge gebracht. Ja, damit ist Tag 1 schon eigentlich gelaufen. Das Fahrzeug ist heute Mittag gekommen mit den ganzen Vorbereitungen. Ist Tag 1 bei diesem Projekt quasi nur ein Trailer geworden. Gut, dafür können wir morgen früh direkt starten, CAN-Bus-Daten lesen, Frequenzgang, Phasengang, B- und O-Amplifier auslesen, gucken, wie wir eine ordentliche Summe hinkriegen, ein glattes Signal und gucken, wie man hier mit akzeptablem Aufwand richtiges HiFi in das Auto bekommt. Okay, soweit für heute. Morgen geht's weiter. Morgen geht's ans Eingemachte in die Technik. Bleibt dran und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Danke!